Das ist das erste Video mit meiner neuen Kamera und ich finde sie so wahnsinnig toll und sie ist so cool und sie ist so, wow, sie ist so schön und sie ist so toll und sie macht so tolle Bilder und sie hat eine so tolle Lichtempfindlichkeit und oh mein Gott, ich kann diese Kamera den ganzen Tag nur feiern. Und ja, danke auch an Laura, durch die ich auf diese tolle Kamera aufmerksam geworden bin. Ich finde sie mega und sie ist ganz, ganz toll und ich bin so happy mit dieser Kamera, ihr glaubt das gar nicht. Es ist ganz, ganz toll, wenn man sich selber sieht. Ich gucke zwar immer noch ab und zu auf den Bildschirm statt in die Kamera, das muss ich mir echt erst noch abgewöhnen, aber es ist so toll. Es ist so toll, wenn man sich selber sieht. Man glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Ja, gut, aber lass mir das, ich habe eine neue Kamera, ich bin happy, ich freue mich und ja, jetzt machen wir bloß mal Video und so. Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder einen Tag für euch und zwar den Entweder-Oder-Tag. Der ist schon etwas älter, ich habe aber gerade mal Bock drauf gehabt, mal irgendwie was anderes zu machen und ja, dieser Tag ist ja ein Entweder-Oder-Tag, das heißt, der geht auch relativ schnell und darum soll es jetzt gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Frage Nummer 1, entweder ein schmales Buch oder ein dicker Wälzer. Oh, so rum. Nee, so rum. Verdammt. Ich tendiere hier eher zu einem schmalen Buch. Also ich bin ein Jugendbuchleser und ich bevorzuge Bücher so zwischen 200 und 400 Seiten. Also so dicke Wälzer können ab und zu auch mal sein, aber nicht immer. Deswegen ein dünnes Buch. Zweite Frage. Neu oder gebraucht? Also ich tendiere immer eher zu neu. Also es gibt bestimmte Autoren, wo ich definitiv alles neu habe, wo ich kein Buch gebraucht kaufen würde, einfach weil ich den Autor damit gern unterstützen möchte. Es gibt eine Autorin, ihr kennt sie alle, und zwar Laura Newman. Ich kaufe ihre Bücher prinzipiell immer doppelt. Also einmal als E-Book und einmal als richtiges Buch. Das ist die einzige, bei der ich das mache. Aber ich möchte Laura da, was das betrifft, auch unterstützen. Und deswegen tendiere ich schon eher immer zu neuen Büchern als zu gebrauchten. Aber es ist natürlich ein großer Kostenfaktor, weswegen ich auch nicht alles neu kaufen kann. Deswegen ich dann halt auch öfters mal gebraucht. Aber prinzipiell, wenn man mich vor die Wahl stellen würde, neu, wie zum Beispiel hier Grisha, habe ich neu für 5 Euro im Hugendubel bekommen. Also man muss halt gucken. Ne? Dritte Frage. Historischer Roman oder Fantasy? Ich würde hier prinzipiell immer zu Fantasy greifen. Ich habe zwar 1, 2 historische Romane schon gelesen, aber ihr kennt mich, Fantasy. Viertens. Hardcover oder Taschenbücher? Hardcover. Wenn es die Möglichkeit gibt und es finanziell die Mittel zulässt, würde ich prinzipiell immer zum Hardcover greifen, weil ich sie einfach immer meistens schöner finde als Taschenbücher. Aber es gibt halt auch viele Bücher, die gibt es nicht als Hardcover, dann halt das Taschenbuch. Aber prinzipiell Hardcover. Entweder lustig oder traurig. Ich würde mich hier immer für lustig entscheiden und dafür halte ich jetzt mal stellvertretend dieses Buch in die Kamera. Niki, du weißt, warum ich das für lustig in die Kamera halte. Ich sag nur Jeanshose. Und ja, also ich würde prinzipiell lieber zu einem lustigen Buch greifen und lieber eine Geschichte lesen, wo ich Spaß bei habe, als irgendwie eine traurige Geschichte. Da muss ich dann schon in der Stimmung sein. Sechstens. Entweder Sommer- oder Winterleser. Da ich ein Winterkind bin und am 26.12. Geburtstag habe, bin ich definitiv ein Winterleser. Ich liebe die kuschelige Jahreszeit. Siebtens. Klassiker oder Mainstream? Da ich Booktuber bin, definitiv Mainstream. Also man versucht nicht immer Mainstream zu lesen, aber früher oder später holt einen das wirklich irgendwie ein und man liest doch relativ viel Mainstream, weil es halt einfach sich auch durch die Rezensionsexemplare teilweise, wenn man dann doch mal eins anfragt, einfach nicht vermeiden lässt und deswegen Mainstream. Entweder Krimi oder Thriller. Ich lese nicht viele Thriller, aber ab und zu lese ich doch mal ein, aber Krimis lese ich gar nicht. Ich weiß nicht, ich mag weder Krimis in der Fernsehserie noch irgendwie als Bücher, deswegen Thriller. Neuntens. Entweder Printausgabe oder E-Book. Ich entscheide mich hier immer für die Printausgabe, weil ich einfach viel lieber richtige Bücher lese als E-Books. Zehntens. Entweder sammeln oder direkt ausmisten. Ausmisten oder sammeln? Was ist das denn für eine Frage? Sammeln natürlich. Ich misste wirklich nur die Bücher aus, wo ich sage, die lese ich sowieso nie wieder und die waren jetzt absolut nicht so prall, dann sortiere ich die aus, aber ansonsten sammeln. Elftens. Entweder Internet oder Buchhandlung. Ich habe hier mal meine SMS zu meiner Bestellung, dass ich sie abholen kann. Also ich bin definitiv immer für Buchhandlung.
Zwölftens, entweder Bestseller oder Ladenhüter. Ich entscheide mich dann hier für Bestseller. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich dieses Buch in die Kamera halte, es ist auf Platz 9 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ich finde es mega geil und ich liebe dieses Buch. Deswegen, ich entscheide mich dann hier in dem Fall immer für Bestseller als Ladenhüter. Und ich gucke jetzt immer auf den Bildschirm, weil der Akku blinkt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Letzte Frage, 13. Entweder Kochbuch oder Backbuch. Da ich ein absolut miserabler Koch bin, würde ich mich immer für ein Backbuch entscheiden, weil ich viel, viel lieber backe als koche. Und ja, das Kochen macht bei uns mein Freund und ich bin fürs Backen zuständig, deswegen Backbuch. Wie immer, wenn ich fertig bin mit Drehen und habe alles schon weggeräumt, fällt mir natürlich noch ein, dass ich vergessen habe, irgendwelche Leute zu taggen. Deswegen tagge ich jetzt an dieser Stelle einfach mal noch die Sina von dem Kanal von Wörtern gefesselt, die Annika von Annis Bücherlounge, die Kati von KitKat Kati, Luisa von Das Bücherregal, Booksy Page, Bookmarket, vielleicht hat ja Sina von Book of My Life auch Lust, das zu machen, oder Nikolas von Crazy Books. Ansonsten fällt mir spontan auch, glaube ich, gerade keiner weiter ein. Oh, vielleicht hat ja Isabella von Glacy Naylor auch noch Lust, den Tag zu machen. Ich glaube, du hast den auch noch nicht gemacht. Und ansonsten tagge ich jeden, der Lust dazu hat, diesen alten Tag, erst von 2014, glaube ich schon. Jeder, der Bock hat, diesen Tag vielleicht nochmal zu machen oder generell mitzumachen. Ihr seid hiermit alle herzlichst getaggt und ja, jetzt war es das aber auch von mir. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.